vorne draußen startet gerade eine Maschine. Und ja, wir dürfen gerade immer zuschauen, haben mit den Kapitänen gesprochen. Piloten, richtig Wahnsinn. Heute ist es soweit, für uns geht's auf nach Afrika und wir sind gerade auf der Autobahn kurz vorm Frankfurter Flughafen. Und ja, hier fährt schon das erste Flugzeug über die Autobahn. Hier geht das Rollfeld nämlich drüber, da oben kann man es noch sehen ein bisschen. Ja, und dann haben wir es gleich schon geschafft. Jessys Papa, der Frank, der fährt uns gerade hier rüber. Ja, und dann sagen wir schon wieder Tschüss Deutschland nach zwei schönen Monaten hier, auch wenn sie stressig waren. Jetzt geht die Reise weiter für uns. Es war echt ein harter Abschied gerade wieder. Aber bei allen irgendwie. Ja. Ja, aber da muss man halt durch und ja, jetzt sieht man wieder voll bepackt. Die Reise geht weiter und jetzt gleich checken wir ein. Ja, und dann starten wir los nach Afrika. Unglaublich. Ganze Familie. Ja. Vielen, vielen lieben Dank an alles für euch. Ja. Und ich muss jetzt nochmal einen kleinen Insider machen. Der Weberknecht. So, wir haben jetzt eingecheckt bei South African Airways und haben nach dem veganen Essen gefragt, weil es halt auch nicht immer so einfach ist bei manchen Fluggesellschaften. Ja. Klappt aber. Und da geht alles klar, genau. Und wir sind auf jeden Fall schon aufgeregt. Total. Vor allen Dingen, weil wir jetzt gefragt wurden, ob wir mal ins Cockpit schauen möchten. Ja, das klappt vielleicht, das wäre richtig, richtig cool. Ja, das ist richtig cool, weil ich war früher schon mal in meiner Kindheit im Cockpit, da durfte man das ja noch, während dem Flug sogar. Und seit dem 11. September ist es ja verboten, da geht es gar nicht mehr. Ja, das ist richtig extrem geworden seitdem. Ja. Und jetzt dürfen wir als erstes ins Flugzeug und einmal gucken. Ja. Das für euch mitfilmen, voll cool. Richtig genial. Jo, und jetzt gleich müssen wir erstmal suchen, oder jetzt suchen wir erstmal den Punkt, wo wir hin müssen. Dann werden wir gescreent, gescannt. Jo, und dann warten wir bis zum Abflug. Also ich kann es echt nicht fassen, merken wir wahrscheinlich gerade ab. Ja, es ist auch im Moment wieder total das Gefühlschaos. Ne? Ja, ich weiß noch damals, wo wir gesagt haben, Weltreise und Co. Und Lebenstraum wäre immer mal nach Afrika. Und ja, morgen sind wir da, das ist mega krass. Hammer. Jetzt schon am Gate und ich zeige euch mal unsere Provianttasche. Wir haben nämlich von unserer Familie noch ganz viele vegane Köstlichkeiten bekommen. Also hier sind noch Brötchen, die wir heute gemacht haben. Und mein Cousin hat uns überhäuft mit hier Gummibärchen und zweimal der Vego, nochmal Gummibärchen. Dann haben wir hier noch Oreo-Kekse und Trockenfrüchte. Also wir haben gar nichts über uns selber gekauft, aber es ist alles geschenkt. Richtig, richtig cool. Wir sind noch ein bisschen fertig, ehrlich gesagt, weil wir hatten ja gestern noch unsere Abschiedsparty und es ging bis 3 Uhr in der Nacht. Also wir haben nicht viel getrunken, aber der Schlaf fehlt natürlich. Aber es war auf jeden Fall so eine schöne Abschiedsparty. Richtig, richtig schön und es war diesmal sehr schwer, oder? Ja, ich wollte es gerade sagen, der Abschied, der war sehr schwer diesmal und allgemein, wir hatten echt noch Stress in den letzten Tagen jetzt, ist es viel geworden, was wir noch zu erledigen hatten, dann noch die Sache halt mit dem Abschied an sich. Ja. Das hat doch schon alles ein bisschen an den Nerven gezerrt und ja. Wir hatten halt mehr zu verkaufen, als wir am Anfang gedacht hatten. Ja, das hat sich alles so gezogen. Das mussten jetzt auch ein paar von uns noch weiter verschicken, weil es nicht mehr alles geklappt hat, ne? Ja, danke euch dafür. Ja. Und ja. Jetzt sind wir gleich ganz froh im Flieger zu sitzen. Ich glaube, bei mir gehen heute ganz schnell die Augen zu. Ich kann ja eher nicht so im Flugzeug schlafen, von daher. Aber mal sehen. Ja. Wahnsinn, hat man ernsthaft mal einen Blick ins Cockpit. Wahnsinn, und hier,
Die schläft dann die Crew direkt in einem kleinen Raum. So, hier ist die Küche für die Business Class und für die Crew. Und hier geht's in die Business Class. Oh, Wahnsinn. Jetzt geht's weiter in die Economy Class. Die Küche dazwischen noch. Für Business eigentlich, die Küche. Ja. Und die Toiletten sind auch nochmal für die Business. Ich meine, der eine umgeschrieben hat, ist, dass die nur so kleine Cremes oder ja, Toilette okay. haben. Ja. Business Class Toilette, genau gleich wie die Economy Class, aber hier noch so ein paar Handcremes mehr. Sonst sind die, ja, die nicht unterschiedlich. Und jetzt geht's hier in die Economy Class. Hier haben wir gerade auch was Neues gelernt. Hier vorne, da können in der Wand so kleine Babytragen befestigt werden, dass die Eltern, die hier sitzen, ihre Kinder auch da reinlegen können. Das haben wir auch noch nie gesehen im Flugzeug. Jetzt können wir direkt gerade aufs Rollfeld gucken. Super interessant. Und hier ist die große Küche. Riesig, hier wird alles gelagert. Und hier vorne haben wir mal einen Einblick da rein, wo die Crew schläft. Da geht es hier eine Treppe runter und da unten sieht man auch die Betten. Super interessant. Wahnsinn, wir sind gerade wirklich im Cockpit und vorne draußen startet gerade eine Maschine. Und ja, wir dürfen gerade immer zuschauen, haben mit den Kapitänen gesprochen. Piloten, richtig Wahnsinn. Und uns wird gerade auch erklärt, wie leicht man, oder in Anführungsstrichen leicht man starten und landen kann. Also, das ist echt Wahnsinn. Vor allem, wie viele Knöpfe hier sind. Hätten wir echt nicht gedacht. Und total nett, die zwei. Ist cool, oder? Mega. Ja. Wir sitzen jetzt auf unseren Plätzen. Wir haben ganze vier Plätze hier. Ja. Willkommen, richtig cool. So, die letzten Vorbereitungen jetzt. Wir checken gerade noch kurz WhatsApp, schreiben unseren Lieben nochmal. Und jetzt haben wir gerade hier das Amenities-Bag bekommen. Hier mit Socken drin und Zahncreme ist da drin, eine Zahnbürste und solche Sachen. Und ja, kommen jetzt Plätze hier genau in der Mitte, wie Jesse schon gezeigt hat. Hier direkt vor allem Fernseher. Beinfreiheit ist auch echt wirklich, wie man sieht, richtig super hier. Und ja, wir freuen uns. So, jetzt gibt es gerade schon die ersten Getränke. Ich habe mir wie immer hier zum Start einen Tomatensaft gegönnt. Das ist bei mir echt wirklich immer so. Jesse hat ein Wasser genommen. Ja, und jetzt habe ich mir gerade mal den Controller geholt oder ja, die Fernbedienung besser gesagt. Und dann schaue ich mal, was hier so das Entertainment-System hergibt. Und dann gucke ich mir, glaube ich, gleich erst so einen Film an. Wir sind noch nicht allzu lange geflogen. Es gab schon Getränke und jetzt ist auch unser Essen gekommen. Und das zeigen wir euch natürlich wieder. Wir haben ja veganes Essen bestellt. Das hat ja auch super gut geklappt. Wir haben hier Tofu wird das sein, die Brocken hier, dann Reis darunter, Gemüse, das sieht auch ganz gut aus und hier Brötchen mit, was haben wir hier bei? Das ist Salatdressing, dann hier steht sogar drauf, vital vegan, wie heißt das denn? Margarine, genau. Dann hier Salat und kleinen Obstsalat noch dabei, Cracker, ja Getränke und ja, bei Jesse ist genau dasselbe. Guten Appetit, mein Schatz. Wir haben jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde, dann landen wir schon wieder in Johannesburg und ja, gestern Abend haben wir uns eigentlich noch einen Film angeguckt, ich zumindest. Jesse war schon eingeschlafen, danach bin ich auch direkt eingepennt und dann heute Morgen zum Frühstück erst wieder aufgewacht. Echt Wahnsinn, super gut geschlafen und ihr Entertainment-System ist auch super gut. Kurzen Einblick hier einmal. Definitiv viel, viel genialer als letztens bei Eurowings, wo man alles bezahlen musste. Hier sind echt richtig viele aktuelle Kinofilme drin und ja, ich habe mir, das hatte ich mir angeguckt, genau, Independence Day, der war auch so ganz gut und ja, allgemein an Film, Musik, richtig super Auswahl, das ist echt klasse. Frühstück gerade war auch gut und ja, jetzt machen wir uns mal fertig und dann geht's gleich in den Flughafen und dann müssen wir auch auschecken, wieder einchecken und dann geht's nach Kapstadt. Und hier nochmal der kleine Tipp, damit ihr nicht die im Flugzeug ausgegebenen Kopfhörer benutzen müsst und eure eigenen guten Kopfhörer nutzen könnt.
gibt es hier einen kleinen Adapter, den verlinke ich unten noch mal in der Infobox und da kann man nur seinen eigenen anschließen. Das ist richtig, richtig cool. Und ja, ist der Tau, ist die Sound- und Tonqualität bei Film und Musik wenigstens richtig gut. Bei der Passkontrolle gebraucht und haben jetzt unser Gepäck mal schnell hier geholt. Der Daniel trägt es da vorne. Hier tickt die Uhr anders, ne? Jetzt müssen wir schnell weiter, denn unser Anschlussflug geht jetzt gleich schon. Aber der Flug mit South African Airways eben, der war auf jeden Fall schon mal richtig cool, weil wir hatten ja eine Viererreihe ergattert und hatten halt so viel Platz. Ja. Und ich konnte nett, auf jeden Fall. Und ich konnte auf jeden Fall zum ersten Mal richtig schlafen. Also ich bin zwischendurch mal aufgewacht. Aber ich habe sogar geträumt und das hatte ich noch nie. Also richtig viel Platz, richtig cool. Und ich habe geträumt, dass ich mit meinem Papa nach Afrika fliegen würde. Der saß neben mir. Und Daniel wäre dann in 2 Wochen nachgekommen. Aber hier ist er in Original. Thank you. Hello. Hello. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Auf nach Cape Town. Bin müde, Mann. Hello. Morning. Thank you. Yeah. Thanks. Wir haben es geschafft, wir sind endlich in Cape Town angekommen. Richtig schöne Flüge gehabt, war gut gepennt. Ja. Und jetzt haben wir, wie viel Uhr? 1 Uhr, glaube ich, ja, wir sind fast am Nachmittag. 22 Stunden sind wir jetzt fast unterwegs. Und das ist lang gewesen, auf jeden Fall. Das erste Mal so eine lange Zeit gereist von A nach B. Und es ist mega unrealistisch, gerade jetzt in Afrika zu sein. So mega geil, ja, einfach. Alleine gerade schon der Anflug auf Cape Town sah schon alles richtig cool aus. Also, wir freuen uns. We'll be right back.
wir sind jetzt gut angekommen in unserer Airbnb-Wohnung. Wir wurden auch ganz nett begrüßt von der Haushälterin hier, weil die zwei, die hier wohnen, das Pärchen, die sind gerade auf der Arbeit und der Papa von ihm, der hier wohnt, der hat uns abgeholt, hat uns hier hingebracht, alles hat super geklappt. Ja, super schöne Wohnung, wir fühlen uns eigentlich direkt hier wohl, ja, nur bis auf eine Sache, hier wohnt ein Nachbar mit auf dem Grundstück. Der hat jetzt eben die Haushälterin wohl weggefahren und hat dabei seinen Schlüssel vergessen. Und dann kam der wieder und hier ist halt alles umzäunt. Ich zeig das mal kurz hier durch die, wenn man das sehen kann. Also wir haben auch Gitter vor den Fenstern und da vorne ist halt eine Sicherheitstür und da ist so ein Briefkasten, wo man es durch eine dicke Wand werfen kann. Oben drauf ist es auch Strom. Alles, na, auf jeden Fall knallt und klopft einer gegen die Tür und es klingelte die ganze Zeit. Auf einmal griff eine Hand da durch diesen Briefkasten, suchte wie nach einem Schlüssel. Und da wurde uns doch kurzzeitig ein bisschen komisch. Da habe ich die Besitzerin, oder die hier wohnt, halt angerufen, die Sina. Und sie meinte, nö, nicht aufmachen, normal erwarten wir jetzt keinen. Und der hörte nicht auf. Und das sind halt manchmal Leute, die dann halt Geld haben möchten. Genau. Und, oder im letzten Fall hat er auch einen Einbrecher, könnte auch sein. Wir sind halt gerade ja, den ersten Tag jetzt hier. Die erste Stunde. Ich sag mal, es ist ja auch nicht unser Haus und dann öffnen wir die Tür natürlich auch nicht, ne? Wer weiß, wer da steht. Ja, ist ja nicht wie in Köln, dass dann einfach ein Zeuge Jehovas da steht oder einer einen Strom ablesen will. Da gibt es ja doch schon härtere Geschichten. Dann hatte ich halt auch aus dem Fenster geguckt und dann sehe ich, wie einer mit einer, wie mit so einer EC oder Kreditkarte hier das Schloss knacken will. Da wurde uns dann doch ganz bisschen anders. Dann hat die Sina, ich habe die nochmal angerufen, die hat die Security gerufen. Der ist dann auch gekommen, dann hat sie mich wieder angerufen und gesagt, das ist nur der Nachbar hier vom Grundstück, der hat einen Schlüssel vergessen, habe ich die Tür aufgemacht und da steht ein Security-Typ mit einer dreifach schusssicheren Weste, was auch immer, als wollte er gerade in den Krieg ziehen. Also ganz ungefährlich ist Kapstadt dann vielleicht doch nicht. Ja. Ja. Aber wir fühlen uns wohl, hier ist es schön, war nur gerade ein kleiner Schock. Ja, hier soll wohl eine sichere Gegend sein, aber genau. Natürlich, wenn man am ersten Tag gerade hier angekommen ist und dann klingelt ständig da jemand und packt mit der Hand dann da rein und war schon komisch gerade. War schon ein bisschen seltsam, aber war ja nur eine, wir haben auch vorher gesagt, ja, was ist, wenn es der Nachbar ist, wir hatten es vermutet, aber wir waren uns halt nicht sicher, dann haben wir gesagt, nee, ist nicht unser Haus, bevor wir das nicht abgeklärt haben, dann machen wir auch nicht auf. Ja, dass der Nachbar genau an diesem Tag einen Schlüssel vergisst, ist ja auch kurios, aber ja, so ist das Leben manchmal, so ist es auf jeden Fall, wir sind gut angekommen, wir sind froh, in Kapstadt zu sein und alles zu erkunden. Genau, ja, jetzt werden wir erstmal duschen und ruhigen weiteren Tag hier verbringen. Genau, wird Zeit. Also wir packen jetzt erstmal alles weiter aus. Und genau, und heute Abend lernen wir dann hier unsere Gastgeber kennen und den Hund. Die haben auch einen Hund. Ja, Marlo. Und genau, dann sehen wir uns dann die nächsten Tage wieder. Hinterlasst uns doch mal gerne einen Kommentar, was ihr denn jetzt in der Situation gemacht habt. Hättet ihr aufgemacht oder nicht? Ja. So ist es. Genau, dann geht's. Übermüdet und der duscht schon erstmal ins Bett kurz. Bis zum nächsten Video. Mal, ne? Ciao. Ciao.